Morgen, Freunde, Freitag ist schon wieder. Ja, das letzte Mal haben wir groß gefüttert. Das war das Alltag-Groß, ist ja mittlerweile auch das Alltag-Groß weg. Liegt schon wieder ein bisschen der Rest vom Frischen da. Und dann habe ich gestern rein. Und der Ladewagen ist schon wieder leer. Also, ich habe in der Zwischenzeit schon wieder gemäht, aber die Kamera nicht dabei gehabt. Aber der Ladewagen ist jetzt leer. Ich habe gestern wieder einen Schwung rein. Steht da der kleine Kram davor. Und ich habe vor, das orange Monstrum da jetzt auch mal kräftig abzufleiern, weil ich werde das jetzt anders machen. Da kommt kein Aufbau mehr drauf. Ich habe die Schnauze voll, das lange Warten da, das nervt mich. Ich bin ein ungeduldiger Mensch und ich möchte das Ding irgendwann einmal in Betrieb nehmen. Ich habe vor, den Dampfstrahler dann einmal rauszutun. Und dann war dann mal das Ding mit dem, ja, gucken, vielleicht mit dem Dreckfräse gründlich angefleit. Dass das ganze loser Zeug, was drauf ist, runtergeht, weil ich habe es probiert mit der Drahtbürste. Blockt sich wie Ochs. Und geht nicht weiglich voran. Ja, und bevor ich jetzt alles schleife, das soll eh nicht blank geschliffen werden. Das ist immer der nächste Punkt. Das soll das loser Zeug runter und dann soll eine Farbe drauf, weil ich habe keine Lust, da den Gruß zu grundieren oder sonst was, sondern es soll nur runter und ja, grün lackiert werden. Das ist der Plan. Das ist ein Mistcontainer und kein Bulldog oder keine Maschine, die jeden Tag im Einsatz ist, sondern das ist ein Mistcontainer, der sowieso das Gammeln anfängt. Der soll grün werden, dass er nicht mehr so hässlich ausschaut, wie er halt jetzt ausschaut. Mit ja, Farbsprühpistolen sauber gemacht und vorne auch noch das Verkauf drauf, was er damals draufgeschrieben haben. Und Abplatzungen und. Sondern einmal schön in einer Farbe, in 6002 Laubgrün. Und der Käse ist gegessen, das ist der Plan. Bevor ich das aber mache, schnapp ich mir jetzt einmal mein kleines Bulldog da. Also die Öllachen, da ist die Alda. Ihr seht, da wo er jetzt steht, das wäre dann quasi da hinter der Hinterachse. Und da ist kein Ölfleck mehr. Keine Frische. Also der ist wieder dicht. Ich habe ja gesagt, da haben wir wieder Gericht. Ja, und bevor ich jetzt das da anfange, machen wir jetzt alle erst einmal ein wenig Großmäher und mit dem Ladewagen holen. Seid recht Frischhausen, muss ich dazu sagen. Ja, da steht da der Ladewagen, ihr seht, wie gesagt, der ist leer. Da, weil es da Kasen hat, das alte Schrottding. Also ich weiß nicht, so alt und schrottig finde ich den jetzt nicht. Der Boden ist noch der Aster, der ist noch gut. Der hat sogar noch großteils die originale Farbe drauf. Kratzboden ist in Ordnung. Pickupfanner ist in Ordnung. Schwartblech ist neu gemacht. Ja gut, das da gehört vielleicht einmal ein wenig reingebogen. Ja, obwohl, das ist auf der anderen Seite auch so. Die Reifen sind gut. Der ist vollständig, die Elektrik funktioniert. Also ich weiß nicht, wo so ein Ding so schrottig ist. Gut, die Gelenkwellen, ja, schaut nicht mehr nach den neuesten aus, aber die dreht sich nicht mit. Die ist gesichert mit einem Kettler, das passt. Die funktioniert auch, hat eine Rutschkupplung drin. Die Messer innen hier sind wie neu, weil ich gesagt habe, ich erbe mit Messer. Siehe da. 1, 2, 3, 4, 5 Messer, die das Gras klar schneiden. Ich bin zufrieden mit dem Ding. Wer was Größeres, was Moderneres will, mit Hydraulik und tralala. Welche mir, habe ich kein Problem damit. Ich erbe mit meinem guten alten Köhler. Das mag er nicht. Ich erbe mit meinem guten alten. Nicht ganz, die Pumpenelemente stehen nicht genau aufeinander. Wie der Bulldog halt ausgemacht worden. Jetzt halt. Pumpen muss schon an. Ja, wie er ausgeht, die Nockenwellen, die treibt das ja an. Und wenn die Pumpenelemente nicht richtig aufeinander stehen, kannst du nicht pumpen. Deswegen muss ich nach kurz einmal anrucken lassen. So, und jetzt soll der nämlich auch starten. Nee, ich arbeite mit meiner alten Maschine, weil ich damit zufrieden bin. Das ist das Wichtigste. Und weil es haben wir vollkommen langer. Und der alte Köhler tut für mich tut er seinen Zweck. Und dann macht er garantiert auch noch einige Jahrzehnte, wenn es sein muss. Solange man da mit Pflege reinsteckt, dann regelmäßig einmal abschmiert und drüber guckt und vielleicht auch mal die Kratzbudenketten irgendwann erneuert, wenn es denn nötig ist. Aber es ist ja nicht so schlimm wie jetzt bei Miststreue, die ständig dann dem feuchten Mist ausgesetzt sind und der Korrosion und dem. Sondern da ist ja, was transportiert, mal ein Heu, mal ein Gras. Wo soll Gruß kaputt gehen? So, Moment vorgeglüht.
Sonntagmorgen, ist 26. Ja, heute entscheidet sich quasi das Schicksal von Deutschland. Super Moll, ganz toll. Ja, und vermutlich auch, wie viel Äpfel das gibt. Ja, gestern haben wir angefangen gehabt. Sind 7 Zentner festkochend geworden. Ja, 7. Ne, was nicht. Und was mehlig kochen gibt, keine Ahnung. Wir haben ja heute massiv Probleme mit der Krautfäule drin gehabt. Die eine chemisch hier vorgegangen. Es könnte aber unter Umständen sein, dass ich es jetzt zukünftig dann vielleicht doch einmal mache. Weil schön ist das nicht. Man ärgert sich dann. Aber was wollen wir das machen? Gehen wir zuerst einmal die lautesten Schreihals. Ich meine jetzt aber nicht die, sondern denen da oben. Auf Futter. Ihr seht, die Koppel ist noch nicht versetzt. Das ist da noch alles abgefressen. Warum habe ich das nicht gemacht? Ich möchte den Oberteil so lange wie möglich wachsen lassen, dass er dann auf kann. Und nachdem ich ja eh jeden durch groß mähe, oder jeden durch groß fütter, ich mähe ja für zwei durch. Siehe da, habe ich gestern schnell wieder gemacht, zwischen Äpfel lesen, Schuhe richten und andere Probleme. Ja, da ist groß drauf. Und nachdem ich das sowieso jeden durch mähe, brauchen sie aktuell keine andere Koppel, weil Futter haben sie ja dann genug. Das wird nichts. Da steht es auch die Rolle. Nein. Nockenwind steht schlecht. Nein. Jetzt. Ja, was macht der du? Ja. Wenn die Nockenwind voll steht, dann kannst du die Pumpen nicht vorpumpen. Das ist ja Pumpen, die über die Nockenwellen angesteuert wird. Und wenn die in einem falschen Winkel steht oder in einer falschen Drehbewegung steht, dann kannst du nicht vorpumpen. Dann funktioniert das nicht, dann knatzt es bloß leer durch. Und die soll ja immer so ein wenig Druck aufbauen und ein wenig was einspritzen, dass er leichter startet. So, massige gekühlte Motor. Der will vorgeglüht werden. Ich könnte nachher anorgeln, aber warum? Wenn es so viel besser kommt. Gas geben dazu. Thank you.
So, und da nehmen wir hinten die alten Schreihels was zu fressen, sind da beschäftigt. Ich habe den Wurm jetzt gleich leer gemacht. Hier mit seinem ganzen Berg drinnen liegen und hier sehe ich da außen, da liegt der Rechen noch und da liegt da ein Berg. Und wenn wir sie später dann noch kriegen, wenn sie da fertig sind, sind sappen, ist alles unnütz brat. Und so sind sie erst einmal beschäftigt. Ja, dann ist da schon mal eine Ruhe. Und später geht es dann mit dem guten Gespanndore los. Der hängt ja schon dran. Ihr seht, der mitgearbeitet worden ist schon. Die ganzen Festkochenden sind ja wie gesagt raus. Jo. Der hat gestern ein bisschen rumgezickt gehabt. Das Problem ist heuer, die Buden waren nicht so feingrümelig. Ich habe noch nicht so viel gefräst. Da hat er keine schöne Bilder gemacht. Dann sind die Äpfel ziemlich tief reingewachsen und jetzt müssen wir ziemlich tief runter. Jetzt haben wir die Schäler erst einmal ein wenig verlängert, oder der Vorder hat sie verlängert. Ja, bloß haben wir das da hinten verbogen, das hat sich weggebogen und. Ja, der hat gestern ordentlich Eiche gemacht. Ja, am Schluss ist dann gegangen, aber. Puh, im Zwei-Mann-Betrieb ist das natürlich scheiße, weil ich sitze die ganze Zeit vorne drauf und hinten ahne, so ein wenig. Nicht ganz optimal. Das ballen wir Schleuder einfacher. Naja. Aber irgendwie geht das. Irgendwie und sowieso. Ja, und recht großer Erdlunzen haut er halt mit raus. Die machen eine Menge Eiche. Aber kann ja. Naja, viel schlimmer kann es fast immer werden. Entweder wusste es nur sein Jahr, dass sich die feine Erden dann doch zusammengesetzt hat und großer Brocken gebildet hat. Oder ich denke, das ist bald die. Ja, die Tatsache, dass ich heute nicht viel an die Äpfel machen konnte, die sind spät reingekommen, Striegeln ist entfallen, das hat nicht funktioniert. Hacken haben wir einmal gemacht, Häufeln haben wir einmal gemacht und dann wusste ich furcht, dass man nicht mehr reingekommen ist und dann sind die Äpfel so schnell hochgewachsen, dass du keine Chance mehr gehabt hast. Da hat man mehr Schaden gemacht und dann dumm gelaufen. Ich denke, das waren mehrere Faktoren heute. Ja. Ist halt scheiße. Können wir jetzt nicht ändern. Kommt wieder ein Jahr. Neues Jahr, neues Glück. Jetzt schauen wir mal, was es noch an die Mehl gibt und dann. Irgendwie war das gar nicht. Thank you.
Auto. Thank you.
Ja, wir haben mittlerweile den 4. Oktober. Ihr merkt schon, es dauert wieder alles, bis dann wieder ein Video kommt. Ist halt so, im Moment ist die Arbeit immer die gleiche. Einer hat am Bulldog vom Futtermischwagen, ich habe am Bulldog vom Ladewagen. Ist quasi alle zwei durch dieselbe Arbeit. Mehr laden, haben, parken, durch drauf einmal füttern, durch drauf nochmal füttern und gleich wieder zum Mäher fahren. Wetter ist nieselt aktuell ein bisschen, sieht man jetzt gerade nicht groß, aber. Ja, auf dem Bulldog. Ja, ist im Moment hat es wieder aufgehört. Muss ich mehr heute. Für morgen haben sie auch Regen gemeldet für den Dienstag. Ob stimmt, weiß ich nicht. Ja, lieber gleich gemäht als morgen dann im Pisswetter. Oh ja, keine Lust dazu. Ihr habt ja gesehen, es verstopft gerne mal das Mähwerk. Ganz einfacher Grund, es sind auch auf Ameisenhäufen drin. Die Ameisen sind halt extrem. Und wenn sie was reinsetzen ins Messer, dann schoppt es gern mit Großart zu. Und das Groß bleibt hängen, geht nicht weg. Und dann zieht man am Berg vor sich her, dann mäht er nicht gescheit. Da hilft dann bloß rückwärts fahren, vorwärts fahren oder mal, wie ich es gemacht habe, Absteigen rausziehen. Rausziehen in diesem Fall nicht mit den Puten einfach neilanger ins Messer, sondern ich habe hinter das Messer gelangt, hinter den Balken. Also hinter dem Ruhrbalken, nicht vorne rein, wo die Finger sind. Das darf man auf keinen Fall machen, weil dann kann es sein, dass die Fingerkuppen fort sind. Das niemals machen, bitte, gell? Also nichts zum Nachmachen empfohlen. Ich habe jetzt auch dahinter rein gelangt, um das ein wenig rauszuziehen noch hinten. Aber niemals mit den Finger in so einem Messerbalken, wenn der läuft. Niemals die Finger da rein. Da ja, da passiert nichts. Da vorne in der Ecke. Bloß die Finger weglassen. Geht ganz, ganz schnell in die Hosen und dann sind wir aber fingerlos. Das bitte nicht machen. Aber ich habe gewusst, was ich tue. So, jetzt nochmal gleich laden. Dann den Harm parken. Dann die Stelle machen. Und dann wird zum Container weitergehen. Da wollte ich vorher, glaube ich, Planer drauf machen. Seht ihr dann, wisst ihr noch gar nicht.
So Leute, das wurde jetzt angekommen, wo es hinkommt. Ja, mir läuft die Brühe, ich schwitze. Sollen wir nicht machen. Das ist eigentlich nicht warm draußen, aber auch nicht kalt. Das ist so. Naja, halt. Mischmaschwetter, ne? Auf jeden Fall. Das Futter ist auch mal das groß. Wo ist der Gal? Der hat was drin. Denen habe ich es damit reingestreut. Da haben sie auch irgendwas für da, sind beschäftigt. Zusätzlich haben sie auch ihr Gemüsezeug. Ein wenig Rosenkohl und ein wenig gekochter Erbsen sind natürlich auch dabei. Hier haben was für da. Auch mein Freund da hinten. Der Gruß, das Feigelchen. Das ist ein schöner Hund. Ja, der hat sich schon zu einem richtig großen Eber entwickelt. Digga. Ja, der hat dementsprechend eine Haue drin. Der ist mit Vorsicht zu begegnen, muss man sagen. Ist eigentlich ein ganz gute, aber wie gesagt, ein wenig Respekt muss man vorne haben und ein wenig beobachten, wenn man reingeht. Weil der ist immer noch recht verspielt. Der stinkt, gell? Und wenn er mit dir hauert erwischt, das macht Aua. Gell? So, und die sind beschäftigt. Die Daisy wird jetzt voraussichtlich am 30.10. geholt. Ja. Und dazu noch ein zweites Schweinler. Verkauft quasi. Und wenn die Daisy kult wird, dann kommt was mit. Ist doch 30.10. Was es ist, die in der WhatsApp-Gruppen drin, die wissen es. Ja, ja, wieder an der Stelle. Ich habe auch WhatsApp-Gruppen. Die wissen es schon, was da kommt. Die brauchen ja aber noch nichts sagen. Das ist dann quasi die Überraschung für alle, was da kommt. Das sind nicht viele Leute, eigentlich so ja noch. Aber wissen es nicht alle. Ja, auf jeden Fall. Zwei Gänger noch weg und zwei Gänger im November dann sein Schlachten. Mal schauen. Irgendeine von denen halt, wer auch noch da ist. Dann gibt es Fleisch. Ja, dafür habe ich die Schweine. Schweine habe ich nicht, dass ich damit kuscheln tue, dass ich mich mit ihnen in der Stalle und rumlümmel oder so auf dem Sofa mit habe. Ich habe die Schweine bewusst, damit ich so, ich habe ein Fleisch und ich weiß, wo das Fleisch herkommt. Da weiß ich, mit was ich sie ernährt habe. Da weiß ich, was auch für Medikamente gekriegt haben, beziehungsweise nicht gekriegt haben. Ich weiß, dass die Kastration bei den Eberler unter Vollnarkosen war. Mit allem Bibabo und Fäden und tralala. Also alles ein wenig mit Mehrkosten verbunden. Ich weiß, die können auch bei mir hinaus, die können auch sich austauschen in den Hof. Und ja, das war das ganze Ziel. Also wer jetzt so, oh, die Schweine, wie kostet du die Schlachten? Ja, dafür habe ich gesagt. Ich meine, ich züchte auch, aber das sind jetzt vor allem Hunder Bentheime mit drin. Da sieht man ja auch die Flecken. Die waren ja, die Oma war ja belegt. Die war ja gedeckt, wie ich sie gekriegt habe. Ja, und das sind die Feigerler. Klar, wenn dann einmal reinrassiger Rotbunder rauskommen, dann kann man sagen, okay, die kann man auch mal verkaufen und jemanden. Und ich meine, ich verdiene auch klar ein bisschen Geld damit, wenn ich jetzt so, ich habe Feigerler und die sind dann 8 bis 12 Wochen alt und ich verkaufe welche. 12 Wochen, wenn ich sie hergegeben habe. Dann verdiene ich auch ein wenig Geld damit. Aber hauptsächlich mache ich es, wie gesagt, dass ich dann einmal ein Fleisch habe und weiß, wo es herkommt. Das war der ganze Grundgedanke dahinter. Und nicht ja, Schweine halten, damit ich mit ihnen knuddel. So, dafür sind sie ja, doch ein wenig zerwild, muss man sagen. Oder was heißt zerwild? Das sind halt Schweine. Ja, die Hühner. Alle ein bisschen gerupft, die wollen jetzt in der Mause. Und es wird langsam. Gell? Ja, die ist natürlich immer voll vom Gegend erwischt. Sieht man schon, wie sie zusammengepflückt ist. Ja, du bist gemahnt. Alter Gange Hans, du. Ja. Vogel. Ja, der Hühner sind es 10. Da habe ich noch 10 Hühner. Und oben hier in dem Blechhäusler draußen sind noch die Henner, die so Zieberler.
Also Zwiebeln lassen es auch schon immer, das andere schaut schon bald aus wie ein kleines Gegeler. ja, habe ich auch vier Stück gehabt. Da weiß ich aber gar nicht, was es ist. Ich kann das ehrlich gesagt gar nicht auseinanderhalten. Wer das kann, gut ab, aber ich erkenne da keinen Unterschied. Für mich ist das alles entweder Henna oder alles ein Horn. Aber ich warte drauf, wenn sie als Krähe anfangen oder wenn sie einen großen Kamm kriegen, dann ist es auch Gege. Und ansonsten ist das Henna. Keine Ahnung. Schauen wir halt einmal. Nö, die sind auf jeden Fall drin. Mehr sind es nicht mehr. Vor dem Winter kommen aber auch keiner weiter her. Also die Zwiebellade, wo ich habe, und dann ist gut. Ja, bei mir sind die Hühner ja sowieso, die waren alt. Die waren ja nicht geschlacht vorher. Oder ja, doch, waren schon mal ab und an geschlacht. Soll auch vorkommen. Aber ich sage einmal so: die 10 lange über den Winter zum Durchfüttern, weil irgendwann hören sie das Legen auf. Dann gibt es nichts mehr und dann, ja. Dann brauche ich ja nicht 30 Hühner da unten im Stall. Das ist ja Quatsch. Das nächste ist, ich möchte den Stall da unten eigentlich eh auflösen. Ich möchte nicht mit Hühner aufhören, aber ich möchte den Stall auflösen, weil die Hühner aktuell, das Türlach steht den ganzen Tag offen. Und die dürfen sich da draußen im Garten austoben. Sieht man ja überall ein wenig, wo gekratzt ist, so im Laub und... Ja, das ist das Freigehege, wo die Kleinen müssen. Im Blechhäusler sind sie über Nacht. Ja, ist auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall. Schöner, wenn sie dann den ganzen Tag draußen sind. Die legen auch deutlich mehr Eier dann, habe ich gemerkt. Und. Ja. Ich habe den Faden verloren. Wahnsinn! Dann haben wir den Satz beenden kann ich. Ja, ich bin auf der Suche, ich möchte den Stall da unten auflösen und bin eigentlich auf der Suche nach einem Bauwagen. Ich möchte ein mobiles Hühnerheim machen. Spukt schon ein bisschen der Gedankengang im Kopf. Die Hühner quasi auszuquartieren da unten, den hinteren Stall für Schweine mitzunutzen. Wo man dann vielleicht die Oma mal für die Feigl drin kann und die da hinten extra gesondert füttert. Ja, oder als Abfeigelbox oder so, wo sie dann ihre Ruhe hat. Wo ist auch das große angekommen? Stopp. Falscher Schlüssel. Ja, ist auf jeden Fall der Grundgedanke an Bauwohn. Und das soll dann da auf die Kuppel gestellt werden. Ja, da ist alles Hong, ich weiß. Weiß nicht, ob man es auf der Kamera überhaupt erkennt, aber es ist alles Hong. Wir haben auch da im Grundstück einen Höhenunterschied von, lasst mich überlegen, 20 oder 30 Meter. 20 Meter, glaube ich, sind es. Also von der Unterkanten vom Grundstück bis zur Oberkante sind es, glaube ich, 20 Meter Höhenunterschied. Ja, und das auf ja, ca. 200 Meter. Also es ist Hang da. Nicht Hong, wo man sagt, man fällt wie ein Bulldog um, aber es ist Hong, wo es da, wenn du einen Bauwagen nachstellst, der steht auf jeden Fall krumm. Aber es ist trotzdem geplant, da einen Bauwagen und die Hühner dann mit die Viecher da laufen zu lassen. Weil ich lasse einen raus und dann können sie entweder, wenn abgegrast ist, lässt man sie laufen oder direkt mit ihnen zusammen, muss ich gucken. Schauen wir mal. Ja, und das andere. Habt ihr bestimmt schon gesehen. Ihr könnt euch an den orangen Schrotthaufen erinnern, den ich mir vor 2 Jahren gekauft habe, in den letztes Jahr Blechen eingeschwarzt worden sind und das Getrage gelagert war. Ja, so sieht der jetzt aus. Da fällt ein Planer drauf, so ein alter LKW-Planer. So eine Wechselbrücke. Dieses Dingens ist mein neuer Mistlagerplatz. Dann habe ich jetzt ein bisschen also gründlich gewaschen und lackiert und innerher sind ja neue Bleche reingekommen, die sind ja von der Unterseite lackiert mit Bitumenfarbe rausgestrichen komplett und ja, LKW-Aufbau drauf und jetzt habe ich quasi da damit einen schönen großen Mistlagerplatz. Ja, die Planer oben drauf ist natürlich nicht so schön weiß, ein grüner wäre schöner, schaut eleganter aus, aber ja gut, sie erfüllt jetzt weg. Es kommt kein Wasser rein. Ich habe jetzt quasi eine überdachte Mistlagerung. Eine überdachte Mistlagerung mit einer Innenhöhe von, lasst mich überlegen, sind es 3 Meter?
glaube 3,10 Meter sind es sogar. Da passt auf jeden Fall der Radlader rein, weil der Radlader ist mit Verdeck. Nämlich bloß 2,60 Meter hoch. Ja. So schaut es von innen aus. Wie gesagt, super abgedeckt. Da kommt kein Regenwasser rein. Der Haufen liegt drucken, wird drucken gelagert. Man kann bei Bedarf innen noch Schallplatten nachstellen. Dann kann man auch deutlich höher schlichten vorne, wenn man möchte. Also vorne und seitlich. Also wenn man da jetzt, ja, jetzt voll ins Fett gelangt, genau. Wenn man jetzt zum Beispiel da an der Seite, da Schalltafeln, die Freiflächen, da brauchst du nicht zwingend, und vorne Schalltafeln bis zu dem oberen Brett, oder? Dann kann ich da hin Mist reinlachen, das sind Mist vor 2 Jahren, muss ich dann unterbringen. Ja, so schaut das auf jeden Fall aus. Die Überdachung ist jetzt gerade drauf gekommen und den Aufbau selber, den haben wir am Wochenende drauf geschwarzt. Ja, so schaut das Monstrum jetzt aus. Ja, ist vielleicht optisch nicht die größte Wucht, aber es erfüllt seinen Zweck. Ich habe auch Mistplatten und die Mistplatten hat mich jetzt dann kost unter 3000 Euro. Unter 2500 Euro kann man sogar sagen. Hätte ich auch noch aus Beton gegossen, die muss ja jetzt abgenommen werden, darfst du dann mal einfach. Du musst abgenommen werden, dann brauchst du ja wenig, dann brauchst du Acrylicrom drunter oder du musst dann oben drüber Überdachung bauen und. Haben wir uns dann musst du durchrechnen lassen. Oder habe ich auch einmal durchgerechnet. Also so 15.000 bis 20.000 hättest du da mal rechnen können, auch für die normalen Platten. Acrylicrom drunter kannst du dann noch einmal mit knapp 15 rechnen. Und eine Überdachung oben drüber, je nachdem was du magst. Also kannst du auch noch einmal mit so ca. 8.000 bis 9.000 rechnen. Ich bin auf jeden Fall damit immer teurer wie mit der Variante. Jetzt werden dann eigentlich alle Leute sagen, und wie stellst du dir das vor? Das Ding, das gammelt ja doch weg. Richtig, das ist Stahl. Das gammelt irgendwann. Das ist wie gesagt mit Bitumenfarbe von innen rausgestrichen, mit mehreren Schichten. Und es wird auch wieder das Gammeln anfangen, das ist mir klar. Aber das spielt auch keine Rolle, weil wer meine alte Lore kennt, den Rollwurm, die ist jetzt knapp 90 bis 100 Jahre alt. Und die hat jahrelang den Mist transportiert. Jeden Tag. Die ist, ja, mal ausgefleit worden vielleicht. Die war einfach so rostig, wie es auch war, habe ich den Mist reingeklatscht und die ist immer noch da und nicht durchgerost. Die hat ein paar Löchler, die hat es aber vorher schon gehabt. Und das ist auch das Alte. Ich habe den Boden da in 3 mm Stahl gemacht, oder 4 mm glaube ich sogar. Der hält. Es muss halt jedes Jahr rausgewaschen werden und jedes Jahr dann neu gestrichen werden. Inner. Das ist einfach so. Man muss es einmal rauswaschen und dann muss es halt mit neuer Bitumenfarbe gestrichen werden, wenn man dann wieder nutzen will. Aber dann sehe ich da keiner Bedenken. Ich meine, andere Betriebe, die da mal, weil sie ja keinen Mistlaucherplatz haben, da haben sie einen Mist hergeben und bloß nein, so Container sammeln, vielleicht auch einen 40-Kubik-Container, das ist jetzt bloß ein 25-Kubik. Und ja, die sind auch nicht gleich weggegangen. Wenn ich überlege, der Altpapierhofen hat uns einmal Palettenholz gebracht. Die sind mit so einem alten 40-Kubik-Container gekommen, haben das abgekippt. Und da war vorher auch Mies drin. So gesagt, der ist eigentlich immer mit Mies im Einsatz. Und dann haben wir wieder da und dann wieder mit Mies. Und die halten. Was soll der Gruß kaputt gehen? Und musst du halt einmal rauswaschen, dann musst du halt einmal nachstreichen. Und das wird oft auch noch nicht gemacht. Also, ich mache mir da keine Gedanken. Wie gesagt, das ist eigentlich eine gute Lösung. Könnte man als doch Zieler zum Beispiel nehmen. Nicht schlecht. Nein, Radlader passt auf jeden Fall rein. Komm rein vorne, der war schon hin. Ich weiß gar nicht, ob man die Spuren erkennt. Ja, doch, da. Sieht man vielleicht auf der Kamera nicht, weiß ich nicht. Aber Spuren sind hin. Der Radlader ist 1,67 Meter breit. Der Container ist 2,29 Meter breit. Platz genug. Ich glaube, da brauche ich mir keine Gedanken machen. So muss das. Ja, das sind die aktuellen Neuerungen. Das ist das, was aktuell passiert ist. Und mehr gibt es dann eigentlich nicht so. Gut, in diesem Sinne, ich würde sagen, das war's jetzt für das Video. Ich war die Paula jetzt da noch ganz fix mit einfangen. Und mein Mist noch verfahren. Und dann mache ich auch Feierabend, dann gibt es Abendessen. Kürbiscremesuppen, selber gemacht aus eigener Kürbis.
vom ehemaligen Misthaufen hin. Da war noch so ein Humushaufen, den habe ich liegen lassen. Und da wächst ein Kürbis drauf. Die haben sich selber gesämt. Da freue ich mich schon drauf. Na gut, in diesem Sinne, jetzt wünsche ich euch was. Wir hören uns wieder. Bis die da und Servus!